Guten Tag, Glück auf, herzlich willkommen. Ja, ich bin heute hier in Kitzingen und da wollte ich euch gerne mal den Stellplatz vorstellen. Ich mache das jetzt im Moment noch drin, weil vorhin hat es noch ordentlich gehagelt hier. Kitzing ist ja ein kleiner Ort in Mainfranken, ungefähr 22.000 Bewohner. Und ein kleines beschauliches Städtchen. Ich war da gestern schon mal drin. Und ja, wirklich sehr nett, sehr schön. Kitzingen liegt westlich von Nürnberg. Gehört, glaube ich, auch zur Region Nürnberg. Und ja, wir gehen jetzt gleich mal raus. Wir gucken noch ein bisschen, dass das Wetter einigermaßen trocken ist. Und dann zeige ich euch einfach mal den Stellplatz hier. Ja, Mensch, leider wurde mir hier der Ton vom Winde verweht. War grottig, kannst du keinen anbieten. Deswegen werde ich das jetzt hier mal nachvertonen. Und ich hoffe, dass das vernünftig wird. Gerne könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, ob das so in Ordnung war oder so in Ordnung ist. Ja, direkt am Anfang vom Stellplatz ist eine Fähr- und Entsorgungsstelle. Ja, wie man sie so kennt, mit Bodeneinlass und WC-Entleerung. Wenn ihr dann da weiterfahrt, rechts rum an dem Sportplatz einbiegt, dann kommt ihr quasi zu den Wohnmobilstellplätzen. Hier ist Platz für 70 Wohnmobile. Ja, die Anlage ist gepflegt, sauber. Und das Schöne ist, alle Stellplätze sind direkt am Main gelegen. Der Stellplatz selber ist sehr eben und ist mit so einem Schotter-Rasen-Gemisch befestigt. Kann man sehr gut stehen, sehr gut alles zu erreichen. Der Platz selber ist auch ganzjährig geöffnet, hat WLAN kostenlos und Hunde sind auch erlaubt. Zur Stadt Kitzingen sind es circa 10 Minuten zu Fuß, also sehr zentral gelegen. Leider sind Wohnwagen hier nicht erlaubt, aber es gibt einen Campingplatz ganz in der Nähe. Ich glaube, der heißt zum Schiefen Turm. Ja, auf dem Platz selber gibt es noch so einen Toilettencontainerbereich. Da findet ihr auch den Parkscheinautomat, der muss gemünzt werden. Und noch eine weitere Möglichkeit zur Fähr- und Entsorgung. Strom gibt es, muss auch gemünzt werden, alles kein Problem, wie man das so kennt. Des Weiteren haben wir noch so einen Infocontainer hier auf dem Platz stehen. Da sind ja Bücher drin und Broschüren, Infomaterial. Und da gibt es wohl auch einen Brötchenservice, den ich allerdings nicht genutzt habe. Ich glaube auch, der beginnt erst im April. Ja, wir machen uns mal auf den Weg in die Stadt. Wie gesagt, 10 Minuten fußläufig, gar kein Thema. Ja, dann kommt ihr an jede Menge Spielgeräte vorbei, also für Familien mit Kindern tipptopp. Ein Skaterpark sind ebenfalls hier. Radfahrer werden wir hier wohl auch auf ihre Kosten kommen. Direkt an Kitzingen geht hier der Main-Radweg vorbei. Aber Laufen ist auch sehr angenehm. Alles sehr eben hier. Ja, dann geht es letzten Endes über diese Mainbrücke, diese alte Mainbrücke Richtung Stadt. Da muss man unter der Brücke her, die alte Holzstiege hier, zumindest macht sie mir den Eindruck, dass sie alt ist, da hochgehen. Und ja, dann ist man letzten Endes direkt schon auf der Brücke und dann ist es auch nicht mehr weit bis zur Stadt. Währenddessen kann man hier auch schön am Main noch sitzen, Sitzgelegenheiten und ja, das Wasser genießen, die Ruhe genießen und wie ich finde auch eine sehr schöne Aussicht. So, jetzt kommen noch ein paar Bilder aus der Stadt. Thank you.
sei vielleicht noch kurz erwähnt, dass es hier nicht ganz so leise ist. Auch nachts ist so ein bisschen so ein Grundrauschen von der Brücke hier oben, die ihr gerade gesehen habt. Wenn da die Autos drüber fahren, dann hört man das schon. Aber ich stehe jetzt relativ nah an der Brücke, wenn man weiter vorne steht, denke ich mir, ist das auch mit Sicherheit deutlich leiser. Ja, ein schöner Platz, wie ich finde. Kann man sich mal antun, wenn man hier in der Nähe ist. Ich würde sagen, ich fahre jetzt auch mal weiter. Ja, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und schöne Grüße aus Kitzing.